Also, ja, man kann weiter sehen. Und da nicht so hohes Gras ist und nicht, also bis nicht viele bis gar keine Bäume vorhanden sind, kann man die Tiere ganz gut sehen, wenn denn welche da sind. Falls nicht, dann düst man hier irgendwo im Staub rum, ist dabei zu verdursten. Die üblichen Geschichten. Och, geht doch weg. Ich will nichts von euch. Ein ganzes Stück außenrum gefahren. Ich wollte eigentlich quasi hier direkt wieder hoch, aber ich habe mein Ziel, glaube ich, leicht verfehlt. Da hinten hüpft einer rum. Da hüpft einer rum. Das scheint den Spaß zu machen. Geh weg. Kein einziges Tier? Nichts? Ist das ein Fluss? Nee, das ist eine Straße. Huben wollte ich jetzt nicht unbedingt. Es gibt hier wirklich kein einziges Tier. Kein Huhn. Kein Kojote. Noch nicht mal eine Schlange. Nichts. Das ist ein Schwein. Oh, wie man das fast nicht sieht. Hallo, Schwein. Du wurdest gerichtet. Okay. Lad nach, lad nach. Nicht gut. Nein, nachladen, nachladen. Ich glaube, das waren alle. Sehr schön. Jetzt hat's wenigstens volle Haltbarkeit, nicht wie das Schwein davor. Was einfach nur irgendwie ein Drittel der Haltbarkeit hat und danach natürlich direkt weg war. Verdammt nochmal. Guck mal hier, den habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Komm her. Lad nach. Lad nach. Wie, der ist nicht tot. Na dann. Was? Fett Hund, der hat tausend, ich meine 1200 dB ist schon eine Menge. Aber... Naja, ist es nachts, da sind die alle ein bisschen aggressiver. Kann ich schon verstehen. Ich brauche doch nur Eier. Es ist in keinem verkackten Vogelnest irgendwas drin. Nichts. Toll.
Federn brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich benutze den Bogen. Ich habe gar keinen Bogen mehr. Die Armbrust benutze ich momentan nicht wirklich. Die ist doch zu schwach, als dass ich sie in Erwägung ziehe. Hey, hey, hey. Komm ich da jetzt dran? Toll, wer hätte es geahnt? Wer hätte das nur geahnt? Es ist leer. Du schaffst es. Muss da hoch. Uiuiui. Nee, ganz ehrlich. Da fahre ich mit dem Bike nicht hoch. Ich erkunde lieber den Rest hier unten. Hoff noch auf ein Wildschwein. Vielleicht sogar ein Bär. Ein Hirsch wäre natürlich. Jedes Tier ist willkommen, was sich schlachten lässt. Am besten. Ich glaube, am meisten geben Bären. Wildschweine kommen danach, dann, ich glaube, Hirsche ist das nächste. Dann halt Wölfe, Hühner. Oder Wölfe, Kojoten. Hühner, Schlangen. Diese ganzen kleinen Sachen. Die geben nicht allzu viel. Ein Ei. Wie viel habe ich denn jetzt? 115. Das ist auch nicht viel, also nicht wirklich viel. Bisschen ärgern. Huch. Ich habe bis jetzt in diesem Spielstand erst ein einziges Mal einen Bären gesehen. Das war ganz am Anfang. Und seitdem nie wieder. Außer halt den Zombiebären da in dieser komischen Baustelle. Aber keinen normalen Bären wirklich. Das ist alles voller Blei und Ölschiefer. Dass man immer irgendwie rum aussteigt. Warum nicht einfach immer in Fahrtrichtung, nach vorne? Wenn ich jetzt aussteige, gucke ich, jetzt gucke ich zur Seite. Manchmal, okay, jetzt gucke ich immer zur Seite, aber manchmal gucke ich nach hinten. Dann mal in die andere Richtung. Ah ja. Da vorne hüpft irgendwas rum. Was? Das ist ein Kojote. Das Jaulen. Ne. Ihr kriegt mich nicht. Ich mach mich vom Acker. Kann man eigentlich noch, das war die große Frage. Reifen aus Reifen bekommen, ich glaube nicht. Bald wird's auch wieder hell, dann sehe ich zumindest schon mal ein bisschen was. Das ist immer so der Punkt, bevor es wieder hell wird,
wird es erst nochmal richtig dunkel. Also richtig dunkel. Und dadurch gibt es halt einen Punkt, wo man nichts sieht. Wie vorhin, als ich den Stein abgebaut habe. Da wurde es erst... Also erst war es... War ja der Blutmond noch. Offiziell. Und dann ist es so langsam... War so leicht Dämmerung. Dann kurz bevor es hell wurde, ist es komplett pechschwarz geworden alles. So eine halbe Stunde, also eine halbe Ingame-Stunde davor. Keine Ahnung. Dass es hier keine Tiere mehr gibt? Hm. Können die... Also haben... Respawn die nicht, oder... Wie genau ist das? Also, wie genau funktioniert das? Sieht es mit dem Wasser aus? Ja, eins geht. Ich müsste langsam mal hier so ein Ding ins Kirchen finden. Einen Fluss. Oder. Oder ein See, irgendwas. Aber wir haben ja theoretisch neben der Basis direkt einen Wasserturm. Deswegen. Ich glaube, ich fahre mal so langsam wieder in die Richtung zurück. Ich habe das Gefühl, mit dem Jagen habe ich nicht so viel Glück. Ich sollte vielleicht mal... mein Tank auffülle. Ey, wo bin ich denn überhaupt? Oh, ich bin ja komplett falsch. Wo bin ich denn gerade hingefahren? Ich dachte, ich müsste nach Norden. Ja, das ist gewollt. Hier könnten vielleicht Tiere sein. Hier ist es nicht ganz so trostlos. Wir wachsen hier und da ein paar Grashalme aus dem Boden. Bin ich gerade über... Bin ich gerade über irgendwas drüber gefahren? Nee. Das sah nur so aus. Oh, da hinten. Was ist das denn da? Also, ich glaube, das ist die Waffenfabrik, was ich sehe. Oder das Krankenhaus. Könnte auch sein. Toll. Danke für nichts. Ja, das könnte... Entweder die Waffenfabrik oder... Keine Ahnung. Gab's nicht auch eine... Irgendwie eine Essens... Nee, das ist ein Krankenhaus. Krankenhaus war das andere, glaube ich. Ja. Das ist sehr seltsam, dass es hier keine Tiere gibt. Noch keine Eier. Ich habe eine Schlange gehört. Ich dachte, ich hätte eine Schlange gehört. Vielleicht bin ich einfach nur durch so einen Busch gefahren. Hm. Dann ja wohl nicht. Toll.
Händler gibt's in der Region hier auch nicht wirklich. Warte. Bis auf der eine, der halt angezeigt wird, aber... Ansonsten... Da ist Nitrat. Jawohl, nichts vorhanden. Ich markiere das gerade mal. Die Sonne macht schon Faxen. Das kann doch nicht sein, oder? Von 20 Vogelnestern, die ich aufmache, hat eins ein einziges Ei drin. Der Rest ist... keine Ahnung. Geschichte. Ich hoffe, dass hier mal irgendwie Rehe oder so sind. Aber viel Hoffnung mache ich mir da nicht. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem Respawn ist bei Tieren. Ob Tiere überhaupt respawnen können, vorausgesetzt. So wie es hier aussieht, würde ich sagen, nein, aber... Das ist ein Vogelnest. Es war ein Vogelnest. Toll, wo natürlich, was überrasche ich mich überhaupt, wo natürlich nichts drin ist. Komm schon. Tiere. Tiere. Es gibt viel, viel zu wenig Tiere. Finde ich. Viel zu wenig. Zombies gibt's natürlich... also massenweise, aber Tiere, nee. Warum soll man auch überleben in dem Spiel? Bleibt denn da der Spaß? Gib mir was. Reh. Hash. Irgendwas. Irgendwas. Ist mir egal. Hm. Fahren wir da runter, weil im Wald habe ich das Gefühl, gibt es immer mehr Tiere als in der Wüste. Praktisch gesehen gibt's hier keine und in der Wüste keine. Aber tendenziell habe ich das Gefühl, im Wald gibt's mehr. Aber ich glaube, in der Wüste gibt's keine Bären und keine Wildschweine. Das ist halt auch so ein Ding. Oh, 6 Federn, die kein Mensch braucht. Wie hilfreich. Wenn ich auch noch irgendwo eins? Nein, nicht. Ich dachte, ich hätte eins gesehen.
Das ist, wenn man so schnell fährt, ist es wirklich schwer, das so schnell auszumachen. Was davon nur Teil von der Textur ist und was davon tatsächlich Vogelnest ist. Komm schon. Gibt nix. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch warten, bis der Abflug, ne, der Abwurf da war. Dann werde ich offline gehen. Gucken wir mal. Guck einmal hier. Das sieht doch aus Schniekers Nitrat. Kein Scheiß. Earls. Ich weiß nicht, was Earls ist. Wahrscheinlich so eine Kneipe. Oil? Will ich auch nicht... Das ist aber eins. Will ich auch nicht drauf vertrauen, dass es da was zu essen drin gibt? Oh. Das ist ein gutes, altes, großes Haus. Wahrscheinlich eingestürzt. Gehe ich jetzt aber mal nicht rein. Meine Priorität ist wirklich, was zu essen zu finden. Das will ich auch erfüllen. Vielleicht sollte ich mal so langsam zurückfahren, ehrlich gesagt. Es ist halt schon irgendwie... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Einstellung gibt, die ich hochstellen kann in den Server-Einstellungen. Wahrscheinlich, aber... Das ist ja nicht normal, dass hier nichts mehr ist. Ja, das ist schon ziemlich weit weg. Nitrat. Hallo, ich möchte wieder gerne nach Norden so. Hallo. Der Abwurf sollte um 12 Uhr kommen. Ich glaube, der kommt eigentlich immer um 12. Dann schnappe ich mir den und fahre nach Hause. Ja, schon mal so ungefähr in die Richtung fahren. Ach, ich dachte, ich hätte was gesehen. Da ist eine Tasche. Toll. Vitamine. Ich meine, sind auch hilfreich auf eine gewisse Art und Weise, aber... Naja.
Oh, nichts darin. Wer hätte das nur geahnt? Ich sehe ein Vogelnest. Ja, genau so kommt man dahin. Mit dem Drift. Oh, da war ein Ei drin. Ich brauche 2 Eier für 1 von diesen Dingern. Und ich habe 2. Also. Ach, ja. Ach ja, was war das hier nochmal? Das war diese Ölgeschichte, ja. Ja, ich sehe dich. Schön weggesnackt. Sehr schön.